Was ist Tink.ch? Tink.ch ist das Jugendmagazin, das Jugendlichen zwischen 16 und 30 Jahren ermöglicht, Artikel zu schreiben, Videos zu machen oder Audio-Podcasts. Das grösste Jugendmagazin in der Schweiz. Wir haben über 300 Reporterinnen und Reporter in der deutschen und welschen Schweiz, die sich da Jahr für Jahr ehrenamtlich engagieren. Das ist ein Magazin. Tink.ch ist ein Jugendmedium. Ein Online-Magazin. Dass sie dann ein Sprungbrett haben für die Welt der professionellen Medien. Ein Sprint-Magazin. Wir sind unglaublich vielfältig jung und motiviert und wir wollen jungen Leuten den Einstieg in Journalismus ermöglichen. Und ein kreatives Magazin. Tink.ch ist ein Sprungbrett in die Medienwelt. Tink.ch ist eine Bereicherung für die Schweizer Medienlandschaft. Warum engagierst du dich bei Tink.ch? Also ich mache bei Tink mit, um Erfahrungen im Journalismus zu sammeln. Also einerseits als Fotografin, aber auch um über Kulturthemen zu schreiben. Man kann sich frei ausprobieren, im Texte schreiben, im Recherchieren. Man kann neugierig sein. Wo man da seine Kreativität und seine Ideen einbringen kann und relativ frei mitgestalten kann. Tink.ch bietet mir die Möglichkeit, auch mal politische Events zu fotografieren, in einem Bundeshaus oder in einem Rathaus, wo ich sonst nicht dazukommen würde. Ich kann zum ersten Mal so schreiben, dass es auch wirklich gelesen wird. Bei Tink kriege ich einfach immer wieder Feedback zu meinen Texten und zu meinen Fotografien. Und das motiviert mich zum Weitermachen. Wer kann bei Tink.ch mitmachen? Bei Tink mitmachen können alle jungen Leute, die sprachgewandt sind und vielleicht mal etwas mit Journalismus machen. Bei Tink.ch können alle mitmachen, die mitmachen wollen. Ausgenommen sind natürlich die Alten, weil wir sind ein Jugendmagazin. Alt heisst bei Tink.ch über 30. Zum Mitmachen ist auch offen für Fotografen, für Illustratoren, aber auch Leute, die gerne Videos machen wollen. Was braucht man, um bei Tink.ch mitzumachen können? Wenn man bei Tink mitmachen will, braucht man eine gute Idee für einen Artikel. Man muss überzeugt sein davon, dass man schreiben will. Man engagiert sich und wird dabei auch unterstützt. Also, was man eigentlich braucht, ist Motivation. 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 Motivation und Interesse ist eigentlich das Einzige, was man braucht, um bei Tink.ch mitmachen. Alles andere können wir eigentlich beibringen, wollen wir auch beibringen. Der Kopf, ein Schreiben, eine Kamera oder viel Kreativität. Man braucht einfach nur Motivation und frische Ideen. Und alles andere kommt von allein. Hat dein Gehörte beeindruckt? Willst du als Journalist für uns recherchieren? Als Fotograf auf unserer Bildredaktion mitarbeiten? Oder ein Magazin layouten? Tink.ch ist das grösste Schweizer Jugendmagazin und das Sprungbrett im Profijournalismus. Bei uns lernst du etwas.